Neben Bundeskanzleramt ist die gemeinsame Pressekonferenz des südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in und Bundeskanzler Sebastian Kurz leider nicht innerhalb unserer Sendezeit losgegangen. Die Statements können Sie aber, sobald sie dann startet, live in der TVTK mitverfolgen. Von uns war es das für heute aus dem ORF3 Aktuellstudio. Wir sind morgen wieder ab 9.30 Uhr für Sie da. Die wichtigsten Nachrichten des Tages sehen Sie heute um 19.18 Uhr in Österreich heute mit Teresa Kulowitsch. Wir freuen uns, wenn Sie dann wieder mit dabei sind. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haben Sie einen schönen Nachmittag.